Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und heute geht es um die Projektarbeit für den technischen Betriebswirt. Projektarbeit TBW, technischer Betriebswirt. Und was ist die Grundidee? Die Grundidee ist, ein technisches Thema, also hier die Technik, betriebswirtschaftlich zu betrachten. Das ist die Grundidee. Das heißt, der Techniker zeigt in der Projektarbeit, dass er sein Studium des technischen Betriebswirtes so weit umsetzen kann, dass er ein technisches Thema aus der BWL-Sicht, aus der betriebswirtschaftlichen Sicht beleuchten kann. Ihre Projektarbeit besteht dabei im Wesentlichen aus zwei Teilen. Im ersten Teil schildern Sie den technischen Hintergrund, also die Technik. Sie schildern die Maschine, um die es geht. Sie schildern den technischen Ablauf, um den es geht. Und im zweiten Teil, und das ist der wichtigere Teil von den beiden, hier wird sozusagen Ihre Note gemacht, beleuchten Sie das Ganze nun aus Sicht der Betriebswirtschaftslehre. Das heißt, Sie kümmern sich um Größen wie Kosten, um Größen wie Zeit, um Größen wie Rentabilität und so weiter. In Ihrem technischen Teil achten Sie schwerpunktmäßig auf Verständlichkeit. Setzen Sie Visualisierungen ein. Zeigen Sie, wie der technische Ablauf funktioniert. Denken Sie daran, die Menschen, die die Arbeit bewerten, sind in der Regel keine Techniker. Das heißt, jeder Prüfer ist dankbar, wenn er diesen technischen Ablauf gut erklärt bekommt. Denken Sie zum Beispiel auch daran, so etwas wie einen Ablaufplan einzusetzen, wenn es passt. Also Sie kennen das, ne? Hier ist ein Start, dann kommt hier die erste Abfrage, ja oder nein. Bei ja geht es hier rum, bei nein geht es da weiter. Ja, das soll eine Raute hier sein. Und solche Dinge kann man also einsetzen. Fotos kann man einsetzen, um die Maschine zu zeigen. Und hier ist es also wichtig, dass der Prüfer versteht. Im betriebswirtschaftlichen Teil achten Sie auf Nachvollziehbarkeit. Der Prüfer muss Ihre Gedankengänge, Ihre Zahlen nachvollziehen können. Das heißt, begründen Sie Ihre Annahmen, begründen Sie, warum Sie diese Zahl hier annehmen und nicht eine andere. Achten Sie auf Nachvollziehbarkeit, achten Sie auf Plausibilität. Das ist letztlich das Bewertungskriterium. Ist das plausibel? Ist das nachvollziehbar? Denken Sie daran, es gibt keine absolute Wahrheit. Man kann Dinge so oder so sehen, auch in der Betriebswirtschaftslehre, so oder so sehen. Wichtig ist, dass Ihr Standpunkt, Ihre Argumentation plausibel und nachvollziehbar ist. Wünsche Ihnen viel Erfolg. Wenn Sie weitere Hilfe brauchen, schauen Sie mal spaßlerndenk-shop.de. Dort finden Sie ein komplettes Video-Coaching zu diesem Thema und auch zur Präsentation der Arbeit. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.